dann damals spannende Eröffnung da bei mir. Genau. Ne? Ja, ja. Ja, gut, okay, die Ausstellungseröffnung. Ne? Ja, waren sie alle da. Ne? Die fanden es alle auf der einen Seite bedauerlich, dass der Haseke, ne, Herbert August, mhm, schöner Vorname, ne, kam aus Dortmund, ne, war auch ein bisschen so. Dortmund, aus Dortmund kommen ja nicht, damals jedenfalls nicht, die Allerhellsten. Ne? Düsseldorf schon eher. Ne? Helga war seine Frau, die kam aus Krefeld, schon eher, ne? Was Helligkeit betrifft. Ne? Naja, klar, Haus Langehaus ist das. Ne? Ne? So. Ja. Also. Ja. Ja. Mhm. Anspruchsvolle Titel. Ne? Eins hieß die Alexanderschlacht von Vorberg. Ne? War so ein mittelgroßes Ding. Na, so. Ne? Mhm. So. Schon seromäßige Struktur. So mit so Elfenbein. Ein bisschen Spachtel. So Rhythmus nebeneinander gesetzt. Rhythmen nebeneinander gesetzt. Dass man mit viel gutem Willen schon eine Beziehung zu möglicherweise sowas wie Alexanderschlacht herstellen konnte. Ne? Künstler dürfen ja einiges, ne? Richtig. Das, ja, ja, ja. Ausstellung vorbei. Verkauft? Nix. Null. Okay. Aber Nummer 2. Dann auch wieder vermittelt durch Herbert August, ein Architekt, der zusammen mit einem anderen Architekten so Raumtragwerke machte. Was Modernes. Ne? Der Erfinder, wohl auch der technische Erfinder, war eher sein Kompagnon. Günschel hieß der Kompagnon. Kuhn war ein etwas älterer, stiernackig, sehr lebhaft, cholerisch, schnell, bestimmt. Hat angeliefert, super streng geometrische Arbeiten in so, also Plane, Teile, die quadratisch auf der Spitze zum Aufhängen. Tiefe etwa, also reliefig, ne? Tiefe etwa so, ne? Also na, 5 cm, wenn es hochkam, aber naja, so Mittelformat, also 1 Meter Seitenlänge, quadratisch, in weißem Schleiflack. Aber frag mich nicht nach Schleiflack, ne? Das hast du jedes kleinste Stäubchen, ne? So. Und Eröffnungsredner, weiß nicht, ob der bekannt ist, Peter Iden. Ah. Der hat zu der Zeit etwa in Frankfurt unter anderem mit Beuys da Andronicus, jedenfalls die Aktion, Titus. Wo der Beuys, Titus Andronicus, ne? Die Sache mit dem Pferd auf der Bühne, ne? Oder Schimmel auf der Bühne mit Beuys. So. Der war in Deutschland, der Peter Iden war richtig wer. Ne? Frankfurter Rundschau. So, das war unser Eröffnungsredner. Stell dir mal vor. Ich krieg heute noch Wasser in den Augen, wenn ich nur dran denke. Ja, die schwärmt heute noch von dem. Wer? Wer? Die Frau Topczak von Onomatopoeia. Ah, gut. Wieso ist er tot? Der eben? Das weiß ich nicht, aber die schwärmt von, die redet immer sehr positiv. Gut. Das war auch ein Typ, ne? Mhm. Der hatte einiges los, ne? Mhm. Auch später mal. Ich habe wunderbare Erinnerungen an Peter Iden. Mal kleine Abschweife, ne? Die Beuys-Klasse hat ja im Frankfurter Kunstverein diesem schönen, nennt sich Steinernes Haus, auf dem Frankfurter Römerberg
Eins der Häuser auf dem Frankfurter Römer, allerdings Neubau, ne? Nicht von, diesen schönen gotisch-Renaissance-Giebelhäusern, wofür der Frankfurter Römerberg bekannt ist, aber auf demselben Platz. Das sogenannte Steinerne Haus, das Haus vom Frankfurter Kunstverein. Damals Leiter, ich glaube, Buschmann heißt er. Na egal. Was wollte ich jetzt? Ah ja, klar. Die Boys-Klasse, ne? Nicht ganz alle haben mitgemacht, aber genügend wesentliche kommende Weltmeister, ne? Imi, ne? Katharina, Palermo, ne? Imdorf, weiß ich jetzt nicht genau. Anatol hat schwer einen abgezogen, ne? Ja, aber richtig gut, ne? Volle Kanne, ne? Akademie Oldenburg hat er da schon in die Wege geleitet gehabt. So, wir Eröffnung. Oh, alles, ne? Strömt dahin und volles Haus. Immerhin ein großes, viele Leute, was werden es gewesen sein? Na, sagen wir mal, ganz grob 600, 700, so. Also eine richtig gute Eröffnung. So. Am Tag drauf oder zwei Tage drauf, Frankfurter Rundschau von Peter Eden. Ein Vollverriss. Hat der uns ein übergebraten. Aber ey. Mein Vater hätte da, frag mich nicht nach Sonnenschein zugesagt. Aber Peter Eden war, wir wussten nicht, wo uns der Kopf oder sonst irgendwas, was wir davon halten sollten. Also wir waren am Boden zerstört und ein paar Etagen tiefer auch noch. Ne? So. Ne? Ja, ja. Ne? So. Dann haben wir uns auf den Hosenboden gesetzt. Komm, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Was ist los? Wieso? Was schreibt er Ihnen? Was hat ihm nicht geschmeckt? So, aha. Fehlt die Struktur. Die Leute, die sehen so normale Frankfurter, ne? So, ne? Appleboy. Denen war das zu wild durcheinander, ne? Die wussten nicht, was sie davon halten sollten. Ne? Die hatten kaum irgendeine Orientierung. Ne? Boys-Klasse war natürlich irgendwie mal was von gehört. Ne? Der Boys war damals sozusagen auf dem super aufsteigenden Ast. Ne? Da explodierten die Karriereraketen nur so um den rum. Ne? Na? Und in welchem Jahr war das? Wann war das? Warte mal. Also vor dem Amiga. Nee, Moment mal. Es muss so um 78 rum gewesen sein. 78? Ja. 76 bin ich von der Akademie weg. Und kurz drauf war das. So. Dahlem, ne, der Kunsthändler, der dem Streuer die Boys-Sachen verkauft hat sozusagen, ne, der lief da rum. Ne, dem wollte ich hier mein Ding da noch für 10 Mille andrehen. Ne, so gut waren wir drauf, ne? Also, ne? So selbstbewusst, ne? Ne? Wir haben auf die Beine gekriegt, ne? Und dann die Klatsche da vom Eden, ne? Ja. Dann haben wir eine gute Woche da Faden, also Leitfaden für fabriziert, ne? Also die Geschichte der Boys-Klasse bis dahin, ne? Ein paar Leute sind da geblieben, die nicht konnten, sind dann wieder weg. Ne? Ein paar Leute sind da geblieben und haben so eine Art Leitfaden. Es geht so eine schöne Treppe aus dem Parterre in den ersten Stock. So eine schöne, geschwungene, so ein bisschen angelehnt an so barocke Freitreppen. Ne? Doppelte? Eine doppelte, ja, ja. Da haben wir dann mit Bildmaterial, ne? Wir hatten auch zum Naja, also Fotos und aus Zeitung und so, damit sich die Leute, die sich nicht so auskannten, da ein bisschen ein Bild machen konnten, was das denn so war in dem Fall schon. Denn ich weiß nicht genau, ob es die Boys-Klasse damals noch gab. Naja, wir hatten ja spezielle Bedingungen da.
würde jetzt zu weit führen, jetzt im Moment. So, und dann haben wir nochmal eine Eröffnung gemacht. Eine zweite. Und der Peter Iden war wieder da. Ein Tag oder zwei hinterher war eine richtig anständige Kritik. Und der, naja, ne? War der Johannes. Und der Peter Iden, der war bei mir, also das war ja später dann, ne? Und der Peter Iden hat bei mir die Eröffnung da für Kuhn gemacht, ne? Was wolltest du wissen? War der Johannes Schüttgen auch da? War auch dabei. Naja, Johannes hat, der Beuys war auch geknickt, ne? In der Zeit, kurz vorher, hatte er nämlich einen Herzinfarkt auch noch. Der arme Kerl. Und ich war, wir haben uns besprochen in irgendeiner ganz normalen Kneipe, ja, nach dem Verriss. Was machen wir denn jetzt? So, Stefan Schüttgen war mit dabei, noch so ein paar, ne? So Anatol, schätze ich mal. Ne? Und ich habe rumgetönt, Leute, ich muss dir mal vorstellen, der Beuys hatte, was weiß ich, zwei Wochen vorher einen Herzinfarkt. Ne? Ich bin der Meinung, oder ich bin sicher, habe ich vielleicht sogar gesagt, ne? Wenn wir das richtig, wenn wir uns richtig Mühe geben, so, dann wird das den Beuys ein Stück weit wieder auf die Beine helfen. Wir müssen uns nur anstrengen. Ne? So wie es war, wie wir es halt können. Ne? Und das haben wir auch gemacht. Ne? Wie lange hast du das in Hannover gemacht? Ja, auch wieder so sieben Ausstellungen. Ah. Fast identische Anzahl von Ausstellungen. Ich habe gemacht, von Kuhn, also von dem Architekten, habe ich sogar was verkauft, für 3 Mille. Ah. Ja, Haseke hat in 7 Ausstellungen hat 0 verkauft, echt. Und ich, die zweite Ausstellung, für 3 Mille. Das war ein Fehler, dass der nur H gesagt hat. Der hätte die Galerie Hase nennen sollen. Hase. Oh. Nein. Okay. Das war schon richtig. GH war das. Ja. War das. Das ist auch irgendwo hier drin. Naja, so wie jetzt. Bei mir dasselbe Ding, selbe Logo. Ja. In der Knochenauer Straße da. Sehr schönes Logo. Ja. Also, dann hatte ich Geld. 3 Mille. In der Tasche. Der das gekauft hat, hat mir Bares, ne? Später hat das wieder zurückgebracht. Weil es hat seiner Frau nicht gefallen. Der wollte das ins Schlafzimmer hängen. Echt. Und das war seiner Frau zu cool, ne? So, das Schlafzimmer war zu cool. Zu kalt, jetzt korrekterweise gesagt. Ne? Ja. Hast du ja eben auch so, und dann bin ich. Dann habe ich dem vorgeschlagen, dann habe ich ihm vorgeschlagen, kommen Sie, wir gehen zum Brusberg, das war unser großer Konkurrent, ne? Damals gab es Galerie Brusberg, gibt es ja jetzt immer noch, jetzt in Berlin, schöne große Galerie, auch damals schon, schöne große, in Hannover. Brusberg machte eher so konventionelle, moderne, sage ich jetzt mal etwas salopp. Ne? Der hatte einen großen Hauser, kennst du Hauser? Ne? Großen Hauser, 10 Meter hoch, ne? 4 Meter breit, an seinem Kubus, den ihm möglicherweise die Stadt hingestellt hatte, damit er da eine moderne Galerie machen konnte. Halte ich für unmöglich, dass das so gelaufen war. Jedenfalls, Brusberg war der Platzhirsch für moderne Kunst. Dann sagte ich meinem Kunden da mit den 3 Mille, mit dem Bild das, oder dem Teil, das er wieder zurückgeben wollte. Kommen Sie, schlag Ihnen vor, wir gehen zusammen zum Brusberg. Dann suchen Sie sich beim Brusberg was aus. Echt? Denn er und ich zusammen zum Brusberg rein. Ich natürlich, hab mir einen gefeixt. Ne?
Der Moosberg hat sich da cool verhalten. Gekauft hat, haben wir oder gefunden, haben wir doch nichts. Ne? Wieder raus am Moosberg. So, der Moosberg hat mich übrigens mal getroffen hier in Hannover. Später, ne? Also 20 Jahre später. War total nett zu mir. Zwischendurch habe ich dem seine Galerie mal in einem Besuch abgestattet, als ich mal schöne kleine Picasso-Sachen da gesehen habe. Ne, wir haben uns richtig gut verstanden. Ne, denn, ja, also. Na, trotzdem, ich hatte die Kohle, nach wie vor. Ne. So, Nummer drei war dann, ich hatte dann, ne, so, ich habe irgendwo eine Abbildung gesehen von einem Teil in irgendeiner Kunstzeitschrift oder meinetwegen auch in einer ganz normalen Zeitung von einem Kunstwerk, das mich aus den Schuhen gehauen hat. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was das ist. Bloß, es hat richtig Eindruck auf mich. Das war kurz vorher, also als Schüler noch, hat mich mein Kunsterzieher in Neustadt im Schwarzwald, Hauptstadt damals des Landkreises Hochschwarzwald, mit einer Sprungschanze, wo heutzutage immer noch deutsche Meisterschaften ausgetragen werden. Jetzt heißt es Titisee-Neustadt. Jedenfalls mein Kunsterzieher Gunter Vogel, der hatte hier im Museum Rating mal eine Einzelausstellung. Richtig guter Typ. Der hat uns, naja, seine Family und mich in seinen VW-Käfer gepackt und uns da in die Vogesen nach Ronchamp gekarrt. Ronchamp steht das berühmte von Le Corbusier, Wallfahrtskirche, ne? Saint-Marie von was, ne? So. Und diese, die bei einer Aufnahmeprüfung für Technische Hochschule Hannover für Architektur muss man alle eine Aufnahmeprüfung machen. Und Hauptteil war ein Gebäude unseres Gustos, müsste jeder zeichnen. Und ich habe hier Ronchamp gezeichnet. Und darauf haben sie mich genommen. Es war gar nicht einfach, ne? Weil das ist schon ein Spezialding. Ne? So. Also irgend sowas. Ne? Ja? Welches Werk hatte ich denn von aus dem Socken? Genau. Also es war wahrscheinlich was von Donald Judd. Aha. Es war aber nicht so ein typischer Donald Judd, sondern ich beschreibe es mal kurz, ja. Hoffentlich klappt's. Quadratischer Grundriss. Jetzt aber ein schlauchförmiges Teil. Wobei der Querschnitt des Schlauchs, na, quadratisch kannst du dir einen quadratischen, was Schlauchförmiges vorstellen, wobei der Querschnitt ein auf der Spitze stehendes Quadrat ist. Aha. So. Und die Ecken rund. Das Ganze vielleicht 3 bis 4 ja, Meter im, na, Seitenlänge. Entsprechend Höhe des Quadrats auf der Spitze, Höhe 80 cm vielleicht. Ne? Keine besonders gute Aufnahme, aber irgendwie, ne, das fuhr mir ins Rückenmark. Ne? So. Und danach habe ich meine nächsten Ausstellung ausgesucht. Nach diesem Art Bild, ne? Nach diesem Wesen von was das sein könnte. Ne? Ich kannte das ja nicht, ne? Ich kannte nur das Foto. Und mein dritter war dann Bernd Damke. Der machte sowas, inzwischen gab es auch den Begriff, Minimal Art weiß ich gar nicht mehr, ne? Aber es gab den Begriff hier in Deutschland, oder den Begriff Hard Edge. Bekanntester Vertreter dieser Art war Pfahler. Von Pfahler gibt es eine sehr schöne Arbeit, ziemlich groß, hier im Museum Kunstpalast. Hängt neben, ein planes Bild, ne? Hängt neben, rechts neben einem Bild von Immi Knöbel.
Also das haben die ja relativ prominent eingestuft, der Pfarrer. In den USA, Hauptvertreter, was jetzt auch hier in K20 hängt, ist Al Held. Mhm. Sehr schönes haben die da. Sowas. Damke war so quasi gemäßigter Al Held. So, ne? Also Damke, ne? Nachdem ich dieses Teil da gesehen hatte. Ne? Schöne Ausstellung. Ohne Eröffnungsredner diesmal. Leute fanden es ganz schön, auch relativ gefällige Farben. Ne? Ganz einfach, ganz einfach. Eine Hintergrundfarbe, sagen wir mal rosa oder so ein leicht graues Rosa. Und dann so ein Engelsflügelteil, also so ein Doppelbogen. Ne? Das war es auch schon an Linie, ne? an Fläche. Ne? Also eine Hintergrundfläche und die Fläche des Teils in zwei verschiedenen Farben. Basta. So. Und davon ein paar wenige. Hat wieder niemand was haben wollen. Aber es gab einen Studenten von der Technischen Hochschule, war das da, ne? Der fand das gut. Und hat nicht sehr viel gefehlt, dass es vielleicht gekauft hätte. Kostete, ich glaube, 800 Mark damals sollte es kosten. Wäre preisgünstig gewesen. Also, na gut, so. Ne? Aber nichts verkauft, aber so tragisch auch wieder nicht so. Das nächste war dann kam Anfrage. Ne? Anfrage per Post. Von jemand, der Posenenske hieß. Ne? Ja. Hat die Frau Posenenske sich vorgestellt, ne? Vielleicht ein paar Fotos. Ne? Ich würde bei Ihnen gerne ausstellen. Ja, gut, ein Anruf, so. Interessiert mich, ne? So. Am besten, ich besuche sie mal, ne? Dann bin ich mit dem Zug nach Offenbach gefahren und da zu den Posenenskes nach Hause. Der Mann, ich war verheiratet, der Mann war Architekturprofessor an einer Hochschule in der Nähe. Im Treppenaufgang hing ein schöner kleiner Jablinski und entsprechend picobello war die Wohnung. Und sie hat mir dann so gezeigt, was sie da bisher gemacht hatte. Ne? Ja. Die hatte bei Willy Baumeister studiert. Boah, Willy Baumeister. Von dem habe ich schon ein bisschen was gehört. Ne? Oh, mal gesehen. Da habe ich Ohren gespitzt. Ne? So. Und hat dann vorher so fürs Theater Bühnenbild gemacht. Ein spezielles Theater. Hat so eine kleine, was man so macht. Ne? Und machen wir die Ausstellung. Aber Sie wissen, ich habe wenig Geld. Ne? Also, was machen wir? Wie machen wir das am besten? Dann so ein bisschen verhandeln, ne? Dass wir es hinkriegen. Ne? Ich weiß es nicht, wer das Porto bezahlt hat. Konnte auch sein, dass Sie das Porto für die Einladungskarten übernommen haben. Ne? Ich stelle den Raum zur Verfügung, ne? Und die Betreuung. So, ne? Und dann haben wir die Ausstellung vereinbart. Sie hat dann das Plakat, ein richtiges Plakat gedruckt. Und zwar DIN A, mindestens DIN A1, wenn nicht gar DIN A0. Ein richtig schönes, großes Plakat. Und dieses Plakat, vor einem Jahr gehe ich hier zu meinem Antiquariatsmenschen, der auch Kunst anbietet, blättert da seinen Ständer durch, wo die Grafik stehen hat. Und was steckt da in der Plastikfolie? Mein Plakat! Ho, ho, ho. Moment, Entschuldigung. Ja, nicht schlecht gestaunt. Ne? GH. Ja, ne? So. Inzwischen ist das übrigens verkauft. Ne? Also, sie hat dann ihre Sachen gebracht. Ne? Sie hat in so Serien gearbeitet. Blech, Stahlblech, mit manchmal auch Aluminiumblech. Gesprayt mit RAL-Farben, ne? Also so Standardfarben. Ne? So
also alles sehr präzis. Ne? Und Eröffnungsredner Paul Menz hat die mitgebracht. Ja. Paul Menz hat dann später in Köln eine Galerie gehabt. Ne? So. Der relativ junger Typ, ne? So 30, 35, ne? Hat eine sehr schöne Eröffnungsrede gehalten und dann verkauft nichts, ne? Aber wieder gutes Publikum. Ne? Henning Rischbieter, der Herausgeber vom Theater heute, hat mich danach zu sich nach Hause eingeladen, gab es schönes Abendessen, seine Frau, und dann haben wir diskutiert, so, ne? Er hat die Sachen, die da bei mir hingen, na, hat er gesagt, na, also, ja, bisschen Gartenmöbel, ne? Finden Sie nicht auch? Und ich hatte so aus meinem Fundus da, ne, was ich inzwischen so mitgekriegt hatte, ein bisschen was erzählt, ne? Hab was zu Köpfert, weiß nicht, ob der ein Begriff ist, ne? Der, einer, der auch in der Hauptsache im Frankfurter Raum in der Nähe von oder um die Galerie Löhr, ja doch, Löhr, ja. Ja, doch, Löhr, herum ausgestellt hat, auch so ein bisschen Licht, ein bisschen was mit Licht. Also seine Skulpturen hatten es häufig auch mit Licht zu tun. Ne? Und Licht damals war hier in der Gegend natürlich Licht schwer, was im Gang, ne? So. Und naja, gut, okay, also Posenenske. Die Einladungskarten haben wir in der kleinen Studentenkneipe gegenüber. Der Architekturprofessor, Frau Posenenske, und ich haben da handschriftlich die Kuverts fabriziert. Ne? Und zwischendurch eine Frikadelle von Irinas haben wir da die Einladungskarten fabriziert und weggeschickt an. Ne? Albert Schulze-Wellinghausen zum Beispiel, ne? Der so eine Art Papst der deutschen Kritik der zeitgenössischen Kunst war. Ne? Ne? So, naja, gut. Die Ausstellung war rum. Als nächster, auch per Bewerbung, Reusch. Reusch. Ich mir die, der hat auch, was weiß ich, zwei, drei Fotos geschickt. Ne? Ich glaube sogar noch an den alten Haseke, also an meinen Vorgänger. Ja, und der hat es mir dann gezeigt, sag mal, da kam Post, ne, da will einer, guck dir das mal an. Ne. Da habe ich mir das angeguckt, fand es sofort prima, ne, machen wir. Ne. Telefoniert, jawohl, ne, Reusch kam an mit dem R4. Der war doch schon Professor. Ne? Nächster, der war blutjunger, hat als Architekt versucht, ein Bein auf die Erde zu kriegen, kannte aber den Krieg gut. Und kam an mit so, was so in den R4 geht, ne? So Modelle. Ja, klar. So, ne, so einen Meter hoch auf so einem Ständer, ne? Ne? Ein Pin, dann eine runde Fläche und da drauf eben ein Modell von, was er so machte damals. Ne? Das waren schon damals typisch Reusch, ne? Würde ich, wenn er damit heute oder vor 10 Jahren angekommen wäre, hätte ich sofort gesagt, das ist Reusch. Ne? Ja, die zwei, drei Fotos gesehen und sofort gesagt, klar, mache ich, machen wir. Ne? So, ne? Ja. Dann kam der an mit seinem R4, ne? Und sagte zu mir, nachdem wir es aufgestellt hatten, wie Sie das machen hier, das funktioniert nicht. Ne? Sie müssen nicht wie die Spinne im Netz hier sitzen und auf potenzielle Kundschaft warten, sondern Sie müssen zu Leuten, Sie müssen rausfahren, Sie müssen, ne, Sie müssen rumfahren und sich erkundigen und so. Ne? Hat mich in sein R4 gepackt und ist nach Berlin gefahren. Zu einem der Kategorie Werner Haftmann, ne, der so Paperback
moderne Kunst nach 45 geschrieben hatte. Ne? Wir kommen da an. Schöner großer Raum, Riesenschreibtisch. Ja, ne? Wahrscheinlich war es Herr Haftmann. Ne? Ich saß da mit dem Räusch, so 10 Meter Abstand, und dann haben die beiden sich unterhalten. Ne? Ich habe nur Bahnhof verstanden. Ne? Mich dann wieder zurückgekarrt im R4 von Berlin nach Hannover. Und von der Ausstellung habe ich auch wieder einen Teil verkauft für 800 Mark an eine Frau, die eine Fotogalerie unterhielt. Deren Mann, ja, eine schöne kleine Fotogalerie, die lebte in der Hauptsache davon, dass sie Fotos, Großfotos machte und damit ganze halbe Architekturen versehen hat. Ne? Gibt es ja heute auch. Ne? Und die wollte mich noch, hat mich in ihr Auto gepackt, fuhr mit mir so zu ein, zwei potenziellen Klienten, um mich ein bisschen anzuwärmen, so für sowas, ne? Mit ihr zu helfen, na, ne? In dem Job da ein bisschen was locker zu machen, ne? Aber ich habe mir das nicht zugetraut. Ne? Der Kontakt ist sozusagen im Sande verlaufen, aber immerhin den kleinen Räusch für 800 Mark hat sie behalten und wir sind gut Freund geblieben und sie ist nach wie vor, hat meine Ausstellung besucht, ne? Also war alles in Ordnung. Ne? So. Frau Schröder, ihr Mann hat das führende Herrenmodegeschäft direkt am Hannoverschen Hauptbahnhof betrieben, wo ich als Student die Nase platt gedrückt habe an der am Schaufenster, um die schicken Hemden und Blousons, die da so gab, mir anguckte. So, also das war Räusch. Räusch ist übrigens später, hat übrigens später in der quasi Nachfolgegalerie. Es gab später, nachdem ich dicht gemacht hatte, erstmal nichts. Und später gab es eine Galerie, auch für moderne Kunst. Ernst hieß sie, Galerie Ernst, die ich aber nicht mehr erlebt habe. Ich war dann schon weg in Düsseldorf. Ist einer der Stammkünstler bei dem geworden, der Räusch. So, dann der nächste. Du hast mich ja gefragt, wen ich da so ausgestellt habe, ne? Warte mal, wievielte war das? Der dritte. Nee, der vierte. Also Vorberg, Kuhn, Damke. Busenetz. Moment. Damke. Posenenske Räusch, fünfte. Das war fünf. Ja, dann gab es Rüdiger Klau. Der hatte gute Kontakte zur Hannoverschen Werkkunstschule. Die Werkkunstschule war so ästhetisch die führende Anstalt. Zusammen natürlich mit der TH, Technischen Hochschule, aber eigentlich ästhetisch stärker profiliert. Da hatte später auch der Girke, Raimund Girke, der ist als bildender Künstler im Zero-Umfeld oder im weiteren Zero-Umfeld durchaus zu einem gewissen Renommee geschafft hat, nicht ohne Grund. Also ich finde die Sachen, die er gemacht hat, nach wie vor richtig gut. Also die Werkkunstschule, da hat er auch einen Job gekriegt als Lehrer. Und bevor ich dann nach Düsseldorf gegangen bin, habe ich in meiner letzten Zeit in Hannover, nachdem ich Architekturstudium abgebrochen hatte, dann doch bei ihm in der Klasse an der Werkkunstschule angefangen. Habe also Raimund Girke als Lehrer genossen. Also Rüdiger Klau, der hatte gute Kontakte zur Werkkunstschule. Und damals war theoretisch werkkunstschulmäßig die Ulmer Hochschule für Gestaltung so in Deutschland die führende oder die am meisten Furore machte. Ne? Und da stammt auch jener berühmte Designer her, der die tollen
Designs für die Firma Braun hergestellt hat, den Schlewittchensarg und den Rasierer und so, ne? Aus Ulm, ne? Und da hat eine Weile auch der Dings unterrichtet, der später dem Meyer seine Galerie eingerichtet hat. Wie heißt der nochmal? Na, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also ein berühmter Schweizer Bildhauer, der im Design auch ziemlich führend war. Kommst du auf den Namen, wenn du... Ah, ist ja jetzt nicht so wichtig. So, jedenfalls, der führende Theoretiker für Ästhetik war damals Max Benze. Max Benze war Professor in Stuttgart und hat so eine Theorie, der hat viel mit Statistik gearbeitet, Max Benze. Und so vergleichende Statistik, ne? Seriell, die Reihen, ne? Gab es auch in der bildenden Kunst, so Schoonhoven war einer, der war am Rand von Zero tätig, ne? So, ne? Und ein bisschen sowas machte der Rüdiger Klau auch, allerdings in Stahl. Wichtig waren so Abstände, waren Proportionen und so, war aber noch so ein Zwischending zwischen, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, konventioneller Bildhauerei à la, der Taschismus hat ja eine große Rolle gespielt nach dem Krieg, war es auch, in der Plastik war relativ weit verbreitet. So führender Vertreter davon war Cimiotti. Cimiotti war Professor in Braunschweig an der Hochschule, der machte etwas plusterige, so Wolken, sage ich jetzt mal, die so ineinander, also mit Krümmungen, serielle Geschichten. Ne? In dessen Umfeld gab es den einen, der auch in Hannover an der Werkhundschule Bildhauerei lehrte, der hieß Rogge, und einer der Schüler dieses Rocke war der, den ich da in meinem Theaterfoyer ausgestellt habe, der Rüdiger, den wir alle Zinkfuß nannten. Der Rocke, der fuhr im grauen Frühzeit-Porsche durch die Gegend und alle Frauen waren hinter dem her. Jedenfalls haben wir uns das so vorgestellt. Egal, Rüdiger Klau war auch so ein Testosteron-Typ, ne? Machte aber komprimierte, von Max Benze Theorie her inspirierte Metallplastiken, ne? Also was durchaus, finde ich, nach wie vor in die Welt passte, ne? Bloß verkauft habe ich davon nichts, ne? Der hat mir ein paar Schriften von Max Benze, nicht Schriften, sondern Broschüren von Max Benze dagelassen, um da ein bisschen die Leute mit zu bespaßen. Ne? Gut, okay. Also, Ausstellung war vorbei, abgeräumt, dann kam der Nächste. Da kam ein Sammler, der hat dem Haseke, meinem Vorgänger, schon mal, gehörte auch zum Stall, der ständig zu Eröffnungen kommenden, ne? Schmidt hieß der. Der hatte schon so einen super Kopf, ne? Wie so heute die jungen Leute oder die etwas älter gewordenen, so die 30, 35-Jährigen, ne? Glatze, ne? Kopf, ne? So, ne? Schick, die super schicken mit der Glatze, ne? Alles picobello, ne? Und rahmengenähte Schuhe womöglich, ne? So ein Typ war das, ne? Der Herr Schmidt. Mit einer Frau, die immer ziemlich kurze Kleider anhatte, ne, und schwer gebräunt, wie wenn sie gerade aus Marizio kommen würde. Ne, so in dessen Wohnung, der hat einen, den ich später mal in anderen Zusammenhängen in der Kunstzeitschrift als französische Ausgabe von Zero kennengelernt habe, zu Hause gehabt, und zwar stapelweise geradezu. Er war irgendwie vernarrt in den und hat dem seine Bilder abgekauft.
Geld hatte der, nicht gerade wie Heu, aber der war Ingenieur. Der träumte davon, einen Zwölfzylinder mal zu bauen. Ne? Also wohnte auch in einer schicken Wohnung, ne? Nicht gerade super schick, aber schon, also nicht gerade überschick. Da waren nicht, die Wasserhähne waren nicht aus Gold, sondern aus Chrom noch, ne? Aber alle vom Feinsten, ne? So grobe und so. Ne? Also wohnte auch in Herrenhausen, ne? So in der schicken Villa mit seiner schicken Frau und seinen stapelweise Bildern da. Und der hatte mal, meine Vorgänger, da hat Bilder gezeigt und der kannte die natürlich. Ne? Und war da immer ein bisschen auf Abstand. Ne? So, ne? Ich weiß nicht genau, was der da von hielt, so ganz. Und, aber der Schmidt war unheimlich heiß drauf, die zu zeigen. Seine Bilder sozusagen. Der kam dann zu mir, wollen Sie nicht mal, ne? Ihr Vorgänger hat da spitze Finger, ne? Vielleicht haben Sie ja einen günstigeren Zugang dazu, ne? Ich mir die Dinger angeguckt, ja, passte irgendwie in mein Programm so, ne? Und dann, ja gerne, ne? So, ne? Und dann habe ich eben, Martin Barré hieß der, der ist später auch mal, naja, ne? In der Zeitschrift auch als, ne? Französische Teil von Zero, naja, aber auch so eine Mischung zwischen Zero und Minimal Arts. Ne? Der machte weiß grundierte Quadrate meistens und machte mit der Sprühflasche ein Schluss. Oder so, ne? Also nur äußerst reduziert, ne? So, ne? So ein Haken oder drei oder ne? In einem Großraumbüro, das könnte schon durchaus da naja, na, so halt, ne? ja, bloß verkauft habe ich da von dem auch nichts, ne? Und dann konnte ich mein Telefon nicht mehr bezahlen. Ich war allerdings vorher schon Kellner geworden bei Maggi, einem Lokal, auch direkt am Marktplatz. Marktplatz, an den Marktplatz grenzte da, oder auf den Marktplatz hin, führte meine Knochenauer Straße und auf dem Marktplatz stand die tolle Marktkirche, norddeutsche Backsteingotik. Später predigte Frau Kessmann dort, ne, in dieser Kirche. Also richtig renommabel, ne, so. Und da war eine Kneipe direkt auf dem Marktplatz, daran am Rand. Ne. Sie war vermutlich lesbisch. Also nehme ich mal an, so aus meinem heutigen Blickwinkel, damals hatte ich von sowas überhaupt keine Ahnung. Ne. Margie war total nett. Ne. Und die Jungs hatte, ne, das war so eine Innenkneipe, ne, so, da war es lustig oder da war nett und naja, so. Und habe da als Kellner gearbeitet, gut und ordentliches Geld verdient, aber es hat eben nicht gereicht. Ich musste ja auch noch Miete bezahlen, ich wohnte dann da in der Nähe, in der Knochenauer Straße und ja. Vorher, naja, gibt noch viel zu erzählen. Jedenfalls, Telefon nicht mehr bezahlt und dann. Hatte zwischendurch auch noch geheiratet, ne, so eine ganz junge Frau, habe ich kennengelernt in der Kneipe gegenüber. Die war gerade mal, wenn es hochkam, 18, ging noch zur Schule. Ne, Hochzeitsessen, was? Wie alt warst du denn da? Warte mal, das war 76, warte, nee, Moment mal, 89, 88, 68, 68, ja, war 28, klar. 28. 28, ja. Am Tim Ulrichs übrigens, der war in der Architekturfakultät ein Semester über mir und machte damals schon auf Tim Ulrichs Totalkunstwerk und so ganz super theoretisch. Und mir wurde erzählt, die Düsseldorfer, die mochten den Tim Ulrichs überhaupt nicht, den hätten sie am liebsten in der Pfeife geraucht. Ja, warum wohl? Ne? Also, ich vermute mal,
Der war theoretisch total frech und der stahl den Düsseldorfern, wenn er es richtig drauf hätte drauf anlegen können, wenn er den richtigen Hintergrund da auch ein bisschen um sich rum gehabt hätte, hätte er denen ganz schön die Schau gestohlen hier, ne? Den Richter und Graupner und so. Ne? Also, naja. Immerhin ist er noch Professor in Münster geworden. Dahin haben sie ihn noch nicht verhindern können, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Ne? Der macht auch super tolle künstlerische, plastische Arbeiten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mal kleiner Abschweif. Als wir mal, ne, du nicht gerade, aber so ein paar, ne, Quirl machten und die Torte vorher, ne? Mhm. Quirl war im Jagenberggebäude. Jeder durfte einen von außerhalb einladen. Ich habe den Hartwig Ebersbach aus der DDR eingeladen, der sich dann seinen Parteioberen gegenüber herausnahm. Die haben ihm nämlich tatsächlich nach langem Beknien von mir über die DKP, nachdem ich Wolfgang Mattheuer einladen wollte und den Mattheuer am Telefon hatte, musst du dir mal vorstellen, ich, ne, Jungspund da, hab den Mattheuer am Telefon, den möglich einer der vier besten DDR-Künstler überhaupt, ne? Und da sagt der liebe Herr Mattheuer, echt, dem habe ich später dann seine Ausstellung in Düren, Hirschmuseum, hatte eine sehr schöne Ausstellung, habe ich ja, mit dem Mattheuer, da sagte der Mattheuer, ach, wissen Sie, in seinem leichten Sächsischen, ach, wissen Sie, wollen Sie nicht einen Jüngeren nehmen? Ja, an wen denken Sie denn da so? Ne? Ach, irgendwie so, Sie werden schon einen finden. Ne? So. Und dann habe ich mir mal in Oberhausen die Bilder von der Sammlung Ludwig angeguckt. Und da hat mir der Hartwig Ebersbach die Bilder von dem gut gefallen. Dann habe ich mir die Telefonnummer besorgt, der hat Ebersbach angerufen. Und der Ebersbach hat sofort gesagt, ja, mache ich gerne. So. Und tatsächlich, der Ebersbach hat über eine Frankfurter Galerie seine Sachen aus Frankfurt zu mir oder zu uns nach Düsseldorf da in die Jagenberg karren lassen. Und ich denn, weil ich Rahmen hatte, ich keine, da noch zurechtgeschneidert auf so eine Plastik-Doppelfolie, damit die auch nicht kaputt gingen da und anständig aufgehängt werden konnten. Da eine schöne Formation nach dessen Angaben da gemacht und die beim Jagenberg hingehängt. Ne? So, und Klaus Steck ist da auch aufgetreten. Ne? Der hat das Sand, Sand ins Getriebe Arbeit gemacht. Also da haben ja auch zwei aus das, also noch andere Bekannte von mir, Holger Thiebe und Jutta Beckert, ne? Die waren noch da. Ja. Holger Thiebe weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht eher. Ne? Ja. Aber Jutta Beckert, die war dabei, ja klar. Ne? Jutta hat später bei uns geputzt, ne? Ja, Jutta, ja. Ah, ja, also Jutta kenne ich gut. Ne? Und da hat unter anderem auch der Erwin Wurm ausgestellt, ne? Der später in Österreich einer der Weltmeister geworden ist. Ne? Ja. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer den eingeladen hat. Ich jedenfalls habe Hartwig Ebersbach eingeladen. Der hätte sogar auf den letzten Tag noch kommen dürfen, aber da war er zu stolz, hat er zu mir gesagt, ich lasse mich nicht hier von unseren Obern da dermaßen schikanieren, jetzt auf den letzten Stipp da noch gnädigerweise die Genehmigung für einen Tag da oder geben zu lassen, das ist unter meiner Würde. Das war der Grund, warum er denn doch nicht mehr gekommen ist. Ne? Ja. So, wo waren wir stehen? Ah ja, ne? Galerie H. Ja, also da. Ich war verheiratet, ne, mit Lörchen. Ihre Mutter, Frau Rehberg, schöne Frau, hat bei der Barmer Ersatzkasse in Hannover gearbeitet, da habe ich sie auch mal besucht. Geheiratet haben wir, Standesamt, das war auch direkt auf dem Marktplatz angelehnt. Und Hochzeitsessen haben wir in meiner Kneipe gegenüber von meiner Galerie gefeiert. Ne? Frikadellen gab es, ne? Von Erich Rinas,
wird mit schienendem Glasauge serviert, ne? So, und war trotzdem wunderbar, ne? Und dann habe ich noch in Hannover, damit war ein Schluss da, ich hatte mich verzogen, ich habe mich nicht mehr an die Öffentlichkeit getraut, ne? Nachdem ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich mich verhalten sollte, ne? Ich hatte natürlich schlechtes Gewissen dem Haseke gegenüber, der mir die Galerie geschenkt hatte, ne? So, und wahrscheinlich auch gehofft hat, dass da was draus würde, ne? Ich habe es ja auch versucht, ne? Also ich bin in der Gegend rumgefahren, ich bin nach Hannover gefahren mit dem Geld, das ich mit den 3000 Mark da, ne, die ich hatte, die mir nicht gehörten, ne, die eigentlich dem Kuhn gehörten. Ne? Mhm. Ja, hab dem sein Geld verballert sozusagen mit der Eisenbahn. Ne? bin nach Hamburg gefahren, hab da von dem Galeristen, warte mal, Neuendorf, hat in dessen Galerie, der hatte damals die aufblasbaren Silberkissen vom Andy Warhol an der Decke hängen und mir hat er mitgegeben auf Kommission, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Schrieb unterschrieben habe, auf gut Glauben, hat er mir so einen schönen orange-roten, braunen Ochsen vom Warhol, allerdings unsigniert, mitgegeben, so, ne? Den habe ich dann, habe ich vergessen, eine Ausstellung zwischendurch, kurz vor Weihnachten, vorher, den Meier habe ich auch besucht, den Meier in Esslingen hatte der, hier, unser Hans-Frieder Meier da, ne? Der hatte damals eine Galerie in Esslingen, bei Stuttgart. Mhm. Der war groß geworden, hat Möbelgeschäft gehabt, hat Knollmöbel vertrieben. Der hat auch später noch Knollmöbel gemacht, ne? So zum Geldverdienen eher. Ne? Das war so seine finanzielle Basis. Am Anfang war ja nicht viel mit Geldverdienen, mit bildender Kunst. Ne? Es kann sogar sein, dass er, der ist ja dann nach Krefeld gezogen, hat in Krefeld seine Galerie gehabt, der Meier. Ne? Mhm. Ich meine, er hat auch in Krefeld noch Knollmöbel angeboten. Ne? Später in Düsseldorf dann nicht mehr, ne? Da nur noch Kunst. Also der Meier, der hat mir mitgegeben, hat mir erzählt, so, ne? Hat mir gezeigt, was er alles hat. Der hat ein paar Chinesen gehabt, ne? Die so auch so Hard-Edge-ähnliche Sachen gemacht haben. Ne? So und Schweizer Konkrete. Gräsel und dann auch Hard Edge eher gemäßigte, also so auf dem Weg zu Hard Edge, da gab es einen, der hieß, warte mal, wie hieß der? Der hatte in Karlsruhe eine kleine Galerie, so eine mittelgroße, fällt mir der Name jetzt leider nicht ein. Also von dem hat er mir was mitgegeben, denn von dem Gräsel, richtig, also Schweizer Konkrete, ne? Also aus der Umgebung von nicht ganz, die ganz berühmten, also nicht lose. Max Bill war übrigens der da in Ulm auch, es kann sogar sein, dass der mal Rektor da in Ulm an der Hochschule war, der Max Bill. Ne? Kennst du Max Bill? Arbeiten von dem? Ne? So, ne? Schön, sehr wichtige Arbeit. Also der Gräsel, der war sozusagen zweite Wahl nach Lose. Lose war damals der berühmteste Schweizer Konkrete. Und um Stuttgart rum gab es auch Künstler, die so auch so seriell gearbeitet haben. Der Meier hat die auch mal ausgestellt. So, der Meier hat ja hin und wieder mal so qua Experiment so unbekannte Leute auch ausgestellt. Ne? Der hat zum Beispiel die Anna Löbner ausgestellt. Ne? Mhm, mh. Ja, ja. Ne? Das ist für einen wie Meier war ein Experiment. Ne? So, also hat er sich getraut. Ne? Für den Jürgen Becker hat er mal ausgestellt. Jürgen Becker? Den Kölner Kabarettisten. Ach, den hat er auch mal, weil der hat sich malerisch betätigt. Ne? Den Lindenberg hat er auch mal ausgestellt. Udo Lindenberg. Ja, ja, auch mit seinen Schnaps- und Likörbildern. Ne? Und wunderbare Fotografien von Dennis Hopper. Dennis Hopper. Ah, ja. Ja. Ah ja, 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 der hatte auch so eine Schnüffelnase, ne? Der Meier, der ist ein richtig, ich mag den Meier ja sehr, ne? Und also mir gegenüber, der betrachtet mich, ja, ja, also der geht mit mir um wie mit einem Freund, echt, das war ja, unglaublich, ja. Ne? Ja, ja, auch, ne? Auch da, ich habe mal auch ein bisschen
möglicherweise was für ihn getan, so ganz nebenbei. Also, Meyer hat mir auch Sachen mitgegeben. Dann habe ich, das war so um Weihnachten rum, also nach Posenenske, habe ich eine Ausstellung gemacht, die hieß, habe ich Plakate verdrucken lassen. Na, das Posenenske-Plakat war ja gut angekommen, habe ich gemerkt, aha, Plakat, das wirkt ein bisschen, ne? Kannst ja mal, mach mal ein Plakat. Die Ausstellung, kurz vor Weihnachten, nannte ich Op Pop Hard Edge. Okay. Und irgendwie ist mir zu Ohren gekommen, schön großes Plakat, ne? Also nichts mickrig, richtig, ne? Mit Muskeln, ne? So. Ne? Irgendwie ist mir zu Ohren gekommen, oder ich habe ihn selber gesehen. Vielleicht bilde ich mir es auch nur ein, dass der Bußberg um meine Galerie rumschlich, wenigstens so bildhaft, und dachte, au, 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 da musst du aufpassen. Da wächst was, das ist au, au, au. Ne? Ja, ja. Ne? Vom Anspruch her war das natürlich unglaublich frech. Ne? Für hannoversche Verhältnisse. Ob, naja, so obig war das nicht, was ich da hatte. Aber ich war beim Ricke. Ich war beim Ricke in Kassel. Auch der Ricke hat mir Sachen mitgegeben. Alles auf gut Glauben. Echt. Also, wenn ich irgendwas unterschreiben musste, war es schon viel. Ne? Mhm. Bezahlen musste ich überhaupt nichts. Ne? Also, naja, gut. Ja, also, und die Dinger habe ich, das war so Originalgrafik, ne, so im normalen Originalgrafikformat, wie es damals im Schwange war. Ne. Das waren so Mittelformate. Ne, so. Die Schweizer Konkreten waren ein bisschen kleiner. Und verkauft habe ich immerhin ein Blatt vom Fahler. Ne. Bei Müller, ich glaube, das hatte ich von Müller. In Stuttgart gab es einen berühmten, oder damals berühmten, Händler, der später auf irgendeine Mittelmeerinsel zog und da seine Galerie weiter betrieben hat. Ne? Damals war er richtig berühmt, der Müller, der vertrieb Hard Edge. Der hat auch Lenk geführt. Der Lenk, von dem so eine sehr schöne Plastik beim Volkmann-Museum, vor dem Volkmann-Museum steht. Weißt du, diese Bierdeckel, ne? diese quadratischen Bierdeckel-Geschichte, das war Lenk. Ne? Den Lenk habe ich auch zu Hause besucht. Ne? Damals hat der noch so figurative, figürliche Sachen gemacht. Ne? So kleine. Ne? Ja. Du hattest alle Möglichkeiten. Sicher. Die haben mich eingeladen, als ich, also nach der zweiten, dritten Ausstellung, kamen die Leute hier aus Kölle, hat mir der Hase erzählt, mein Vorgänger, die haben mich eingeladen an der ersten Kölner Kunstmarkt Gründungsausstellung teilzunehmen. Wenn ich das Geld dafür gehabt hätte, hätte ich es auch gemacht mit dem, was ich da hatte. Stell dir vor, ich wäre Gründungsmitglied vom später Kölner Kunstmarkt geworden. Später hat mich der aus, damals war er Journalist, wohnte in Hamburg, der Harten, Jürgen Harten, hat mich da in meiner Galerie besucht. Mhm. Jürgen Harten, der später Chef von der Kunsthalle hier wurde. Weil es ihm zu Ohren und zu Bild gekommen war, was wir da so machten, Galerie H in Hannover. Und er hat auch eine kleine Lobeshymne später in seiner letzten Ausstellung in der Düsseldorfer Kunsthalle gedruckt. Eine kleine Lobeshymne über mich und meine Arbeit als Galerist gedruckt. Und hat die Galerie als die damals führende avantgardistische Galerie in Niedersachsen bezeichnet. Ne? Jürgen Harten. Ne? Ja. Ne? Was mit Konrad Fischer? Hast du den? Naja, der war ja nicht in Niedersachsen. Ne? Mhm. Konrad Fischer war ja Düsseldorf. Ne? Aber die Posenenske habe ich ja vor Konrad Fischer ausgestellt. Ne? Ja. Okay, und dann bist du nach Düsseldorf zurück. Richtig, bin nach Düsseldorf. Da habe ich dann Kunsterziehung studiert, ne? Weil ich es wissen wollte. Ne?